Doch, auch richtig. Sehnlichst gewünscht habt. Jetzt ist es nochmal soweit und ich nehme euch mit durch meinen Arbeitsalltag hier in meinem Atelier. Wie immer habe ich meine neue Woche, heute ist Montag, gestartet, damit einfach erstmal klar Schiff zu machen. Ich liebe es einfach in cleanem Umfeld zu arbeiten und dann ist mein Kopf auch irgendwie ein bisschen mehr bei der Sache, als wenn hier alles so rumliegt und rumfliegt. Jetzt bin ich eigentlich relativ zufrieden und jetzt starte ich. Ich habe gerade schon hier ein Badehandtuch fertig gemacht, beziehungsweise alles eingestellt. Ich habe gerade pausiert, weil die Maschine zu laut ist. Dann hört ihr mich nicht mehr. Jo, ansonsten steht da noch so ein paar Sachen an. Ich möchte noch Zwillings-T-Shirts designen. Meine Oma ist gerade da und passt auf meinen Kleinsten auf. Den ziehen wir gerade so ein bisschen vom Schlafen her, denn der kommt bald in den Kindergarten und er macht aber sonst gerade noch so Vormittagsschläfchen. Aber wir ziehen jetzt so ein bisschen, dass er so einen größeren Schlaf macht, einen Mittagsschläfchen. Ja, und da bin ich ganz dankbar, dass meine Oma, also seine Uroma, da ist und noch fit ist und aufpassen kann. Und die Zeit genießen wir auch und die beiden auch, glaube ich, oben. Ich höre zumindest nichts Gegenteiliges. Jupp. Und ach ja, was ich noch machen wollte, sind neue kleine Giveaways für Leute, die ab einem bestimmten Betrag bei mir im Online-Shop, wenn ihr ihn nicht kennt, www.handmadebyanni.com bestellen. Da möchte ich gerne was dabei legen und das möchte ich mit meinem Mr. Beam zaubern und da nehme ich euch auch noch mit. Macht er gleich ein neues Foto, dann ist das Herzchen weg. Zack. Jetzt sehen wir hier den leeren Boden. Und ich möchte gerne diese Klammern hier und diese Schlüsselanhänger gravieren mit dem Wort Thankful. Und das wird dann bei den Bestellungen teilweise dabei gelegt, wenn es ein bestimmter Betrag erreicht ist. Und jetzt lege ich die einfach mal hier rein. Ich hoffe, ich habe das noch nicht getestet mit den Klammern. Ich hoffe, das funktioniert. Ich nehme erstmal nur eine. Testing with one. Jetzt ziehe ich mir das, was ich hier haben möchte. Zack. Das packe ich mir dahin. Jetzt mache ich mir das in die richtige Größe. Letztes Mal hatte ich mich ein bisschen beschwert wegen keine Maus und so. Ich habe jetzt eine Maus, die funktioniert auch mit meinem iPad. Aber irgendwie mache ich es jetzt trotzdem so. So, thankful. Ein bisschen kleiner noch. Komm mal her. So, es müsste jetzt gehen. Perfekt. Jetzt wird der Abstand getestet hier. Okay, das Moped muss höher. Der Laserkopf muss höher. Dieser Teil sollte genau dazwischen passen und dann hat man den perfekten Abstand. So, und jetzt machen wir mal unser Prototypchen hier. Ich nehme jetzt einfach mal hier drauf Sperrholzbügel. Ist nur Gravur. So, jetzt darf ich hier auf Start drücken. Und jetzt geht's los.
Jetzt muss ich noch einen Body einspannen. Und zwar einen 3 bis 6 Monate. Also die Größe 3 bis 6 Monate. Und für die kleinen Bodies nehme ich immer am liebsten, wenn kein großer Schriftzug drauf muss oder ein langer Name, nehme ich immer diese Einspannhilfen ohne Station. Und das sind diese coolen Spannrahmen. Da kann man einfach das Vlies rein einspannen und schiebt das Ganze in den Body hinein. Und dann das Oberteil drauf. Dann ist ganz wichtig, dass man den Rahmen wieder hier rausnimmt. Ich habe zwar schon mal vergessen und es ist nichts passiert, aber lassen wir das lieber. Und jetzt wird das bestickt. Farben Blau, Mint und Taub. Blau müssen wir noch einspannen. Die Farben hier stimmen nicht. Ich werde die jetzt hier zuordnen. Beziehungsweise stopp, ich werde erstmal den Rahmen abfahren. Das ist immer ganz wichtig, damit es nirgendwo daneben stickt, da die Maschine diese Magnetrahmen nicht erkennt. Das sind ja keine Brother-eigenen Rahmen. Ich schiebe es noch ein bisschen weiter nach oben. Und jetzt ordne ich hier die Farben zu. Also, welche der Farben auf der Stickmaschine hier hingehören. Auf der 1 möchte ich nicht ein dunkelbraun, sondern die untere Farbe ist Taub, die ist auf der 5. Dann die mittlere Farbe ist Mint, die ist auf der 5. Taub ist auf der 4, Mint ist auf der 5 und Blau ist auf der 6. Das nehme ich für die letzten beiden. Und go! Es ist ein neuer Tag. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich mich so zeigen soll, aber da habe ich gedacht, ihr habt mich ja so schon gesehen. Das ist ja die Anleitung für diesen Turban von meinem Kanal. Und ich nutze den nur. Ich nutze den nur noch für meine Haare. Ich finde den so praktisch, weil der nämlich hier so ein, durch dieses elastische Schrägband hat das so einen Gummizug und das sitzt einfach perfekt am Kopf. Auch wenn es vielleicht nicht gerade so aussieht, aber ich finde den einfach echt cool. Hinten ist halt dieser Knopf, da kommt es halt drum. Ich finde es super. Ich habe mir gerade schon, bevor mein Tag so richtig startet hier im Atelier, einen leckeren Drink gemacht. Heute mit Melone, Banane, Joghurt, Haferflocken und ein bisschen Milch. So überbrücke ich ein bisschen den Vormittag, weil ich einfach, ich habe zwar schon gefrühstückt, aber ich habe schon wieder Hunger. Und damit ich nicht so viel Mist esse, trinke ich das hier und der macht mich richtig, richtig satt. Das sind ja die Ergebnisse von gestern, habt ihr ja gesehen. Finde ich eigentlich ganz cool. Und ich werde das immer mal wieder ändern, werde da andere Sprüche drauf machen. Letztes Mal hatte ich Wundertoll. Das steht ja auch auf meinen neuen Verpackungen. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, mein neues Packaging. Also zum Teil muss ich dazu sagen, weil ich halt nur eine Größe von diesen Kisten habe und nicht alle meine Sachen passen da rein. Ein mancher von euch hat Glück, wenn ihr was bestellt in meinem Shop und bekommt so eine coole Box. Aber dieses neue Seidenpapier, das packe ich überall dabei. Dieses hier, oh, ich liebe das. Das ist so schön. Einfach meine Herzen da drauf. Und das kann man auch einfach perfekt, du packst es aus der Kiste und kannst es so schon als Geschenk benutzen, weil das halt auch einfach schön aussieht als Geschenkpapier. Genau, das war mein vorletztes Video über mein neues Packaging. Genau. Wenn du interessiert bist hier, guckst du mal rein hier in der Infokarte. Jo, jetzt muss ich ein Holzschild fertig machen. Und das zweite T-Shirt,
Das gibt ein Zwillings-T-Shirt. Und zwar gibt es hier bei uns im Umkreis ein Zwillingspärchen, wovon das eine Mädchen an Blutkrebs erkrankt ist. Und für die beiden Mädels gibt es ein Shirt, da steht drauf Twin Power und jeweils die Namen der Zwillinge. Und die habe ich gerade in der Mache. Hier ist das eine Shirt für die Ella. Die beide lieben Pferde wohl, wurde mir gesagt. Und hier ist für die Lia das zweite. Das ist jetzt gerade hier, hat das gestartet, aber ich muss ja immer die Maschine stoppen, damit ihr mich hört. Und genau, das geht jetzt weiter. Mittlerweile ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Das zweite T-Shirt ist mittlerweile fertig. Ich zeige es euch mal gerade. Das ist für die Lia. Die Lia ist das Mädchen mit dem Blutkrebs. Ich habe mich übrigens letzte Woche auch registrieren lassen. Also ich habe einfach bei der DKMS so ein Registrierungsset zuschicken lassen. Das ging schnell. Das war innerhalb von ein oder zwei Tagen sogar da. Und es sind diese drei Stäbchen drin. Da musst du einmal, glaube ich, in deine Wange. Also gar nicht in die Nase, wie bei den ganzen Corona-Tests, die wir alle hinter uns haben, sondern die Wange mit den drei Stäbchen füllen. Dann tust du das wieder in den Umschlag, der dabei ist, rein und schickst es zurück und fertig. Und es gibt so, so viele da draußen, die Stammzellenspender suchen. Und vielleicht bist du ja auch noch nicht registriert und hast Lust, das zu tun. Und ich packe dir einfach mal den Link dafür unten in die Infobox. Das ist unbezahlte Werbung, einfach so, weil ich kenne die Lia zwar nicht persönlich, aber Freunde von mir kennen sie gut und oft braucht man ja so einen Anlass, um es wirklich zu tun. Und je näher das irgendwie an einen rankommt, desto mehr ist man dann auch irgendwie gewollt, was zu tun, obwohl das total blöd ist. Wie viele Menschen warten da draußen auf Stammzellenspender? Und ja, wenn ich nicht der Spender für die Lia bin, dann vielleicht für irgendjemand anders, der meine Stammzellen braucht. Und ich bin gesund und fit und ich gebe das gern für die Leute, die es brauchen.
So, ich habe meine To-Do-Liste für heute hier in dem Raum erstmal erledigt, habe gerade hier noch ein Traktorhandtuch angeschmissen und verpackt, bringe die Sache nachher zur Post. Und jetzt werde ich noch für eine neue Kooperation was Probe nähen. Und Ende der Woche, wir haben heute Dienstag, mache ich mich an das Video. Das erscheint aber auf einem anderen Kanal, da werde ich euch aber auch, beziehungsweise folgt mir auf Instagram, dann seht ihr, wenn das Video für den anderen Account online gegangen ist. Und habe gerade eine riesen Palette Erdbeeren bekommen, die nämlich sonst weggeworfen worden wären. Die wären sonst weggeworfen worden, so heißt es. Und die habe ich gerade noch zwischendurch gerade ganz viel geschnibbelt, habe gerade schon eine Erdbeermarmelade angemacht und ein paar schon eingefroren, weil meine Jungs, sie lieben gefrorene Früchte, ich auch, weil die kann man super cool in den Smoothie packen. Ja, und was wollte ich noch? Genau, ich wollte nämlich jetzt in der Zeit, wo der Allerkleinste schläft, schon anfangen, diesen Vlog zu schneiden. Deswegen wollte ich mich jetzt bei euch verabschieden und sage bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten, abonniert den Kanal. Folgt mir auf Instagram und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!